schreiben aktuell eine Studienarbeit und fragen sich, wo sie passende Informationsressourcen finden können, das ist manchmal wirklich nicht so einfach. Da gibt es den Bibliothekskatalog Primo, aber zusätzlich auch zahlreiche fachspezifische Literatur- und Faktendatenbanken. Aber wo suche ich denn jetzt am besten nach welchen Informationsressourcen und wie unterscheidet sich Primo von diesen Datenbanken? Diesen Fragen möchte ich in diesem Video nachgehen. Wenn Sie einen konkreten Titel suchen, ist der Bibliothekskatalog Primo eine gute Anlaufstelle, denn dort ist der gesamte fächerübergreifende Bestand der Universitätsbibliothek Mannheim verzeichnet. Dort finden Sie beispielsweise alle gekauften oder lizenzierten Bücher, E-Books, Zeitschriften und E-Journals inklusive der Standortangabe bzw. den Link zum digitalen Volltext. Wenn Sie also auf der Suche nach einem konkreten Buch oder einer bestimmten Zeitschrift sind, also genau wissen, wonach Sie suchen und schauen möchten, ob und wo sich der Titel an der UB Mannheim befindet, ist Primo die richtige Anlaufstelle. Wenn Sie aber eine Studienarbeit schreiben, in der eine sogenannte systematische Literaturrecherche gefragt ist, dann ist Primo als Anlaufstelle häufig nicht mehr ausreichend. Denn dann möchten Sie für Ihre Arbeit die gesamte relevante Fachliteratur zu Ihrem Thema mittels bestimmter Suchbegriffe sichten. Primo deckt aber nicht den gesamten relevanten Fachbestand aller Disziplinen ab, sondern weist in erster Linie die Bestände der UB Mannheim aus. Für eine systematische Literaturrecherche empfehle ich Ihnen daher, zusätzlich zu Primo auch fachspezifische Literaturdatenbanken zu nutzen. In fachspezifischen Literaturdatenbanken finden Sie, wie der Name schon sagt, umfassende Literaturnachweise zu einem bestimmten Fachgebiet. Manchmal haben Sie über diese Datenbanken dann auch direkt Zugriff auf den jeweiligen Volltext und wenn nicht, dann können Sie auf den Link Resolver klicken und werden direkt zu Primo weitergeleitet. Dort wird Ihnen dann angezeigt, ob dieser Titel im Bestand der UB Mannheim ist. Sollte der Titel nicht im Bestand sein, dann können Sie ihn sich einfach per Fernleihe von einer anderen Bibliothek bestellen oder Sie schlagen uns den Titel zur Anschaffung vor. Es gibt unterschiedliche Anbieter solcher Datenbanken und wir empfehlen Ihnen auf unserer Homepage je nach Fach bestimmte Top-Datenbanken. Dazu finden Sie im nächsten Video noch mehr Informationen. Je nachdem, welches Fach Sie studieren, kann es natürlich auch sein, dass Sie für Ihre Hausarbeit einmal Daten benötigen, wenn Sie zum Beispiel betriebliche Kennzahlen oder Marktinformationen analysieren möchten. Dann helfen Ihnen Literaturdatenbanken natürlich nicht mehr weiter. In diesem Fall können Sie auf sogenannte Faktendatenbanken zurückgreifen, in denen Sie numerische oder statistische Daten finden können. Alle lizenzierten Fakten- und Literaturdatenbanken finden Sie auf unserer Homepage im Datenbanken-Infosystem DEBIS. Mehr Informationen zu DEBIS finden Sie im nachfolgenden Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.